Let's go. Da liegt noch eine Waffe. Ich sehe überhaupt niemanden. Puh. Bin ziemlich schlecht bei ihrem Schutz. There should be guards patrolling. What? You disappointed? Ja, das ist nicht gut. I think I see one over there by the door. Okay, immerhin. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Super. Jetzt aber langsam. Ganz vorsichtig. What the fuck? Das ist ein Zombie? Super. Das macht das Ganze einfacher. Die können dann wenigstens nicht schießen. Also war hier auch irgendwer. Puh. Praktisch. What the fuck is a walker doing inside here? Die wurden anscheinend auch Get überrannt. Inside, wow, das sind ein bisschen viele, ha? Huh? What? Wirklich? Da hätte ich Clementine doch lieber mitgenommen. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich dachte, da wären wenigstens noch ein paar Überlebende. Bam. Verdammt. Fuck. Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Shit. Uh-oh. What the hell happened here? Ben. I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. Wir müssen Ben beruhigen. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. Mm-hmm. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. Good. Ich meine, wenn das alles Zombies geworden sind, haben wir jetzt... I got a bad feeling about this. Ja, Ben. Wegen dir sind vier Leute gestorben, sagen wir mal so. Von daher... Oh Gott. Diese Kreuze markieren auf jeden Fall Untote. 100%ig. Just keep moving. Hoffentlich halten die Türen. Here. Solange wir leise sind, könnte es sogar funktionieren, dass sie uns gar nicht bemerken. Solange sie keine Sicht haben und nichts hören, reagieren sie ja nicht. Looks okay. Everybody in. Alter Klassen. Ein altes Klassenzimmer. Wir sind eine ganze Menge. Hier ist ja gar nichts, ne? Oh, Waffen? Praktisch. Natürlich abgeschlossen, aber das kriegen wir ja auf. Das kriegen wir geöffnet. Und da ist übrigens die Karte von Crawford. Mhm. Praktisch für uns, sehr praktisch. Okay, so now what? Where do we start looking? Hm. A, B, C oder D. Hier. Aha. Just give me a sec. Benzin, Medikamente. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. Praktisch. How do you know that? Sie war bestimmt in Crawford. Just makes sense, doesn't it? Sie war in Crawford. Diese Antwort war so definitiv.
Wo gibt's eine Batterie? Bei den Autos. Genauso wie Benzin. Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. What about the fuel? Where should I start looking? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. Aber nicht allein. It'll be faster if I go with you. Ja. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. Juhu. I'll go with you. Watch your back. Ich trau ihr nicht. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Ich trau ihr am wenigsten. Warum? Weil sie ziemlich böse ist. Aber wir können ja jetzt ein bisschen mit ihr reden, hä? Huh? Können wir uns noch mal kurz umsehen, oder wie? Oh, wie praktisch. Das mag ich. The Georgia State Flag. A lot of history there. Not that it matters much now, I guess. Nothing but crayons and construction paper. Gibt's hier, oh. Puppen, vielleicht was für Clementine? Mit Ben möchte ich auf jeden Fall noch reden, wir müssen ihm ein bisschen gut zusprechen. Ja, die sind nicht so schön. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Yep. No power, no TV. Immer noch. Ben. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Huh, yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Aber wenn du das Ding aufbekommst, well, I'll let you get on with it. Wenn du das Ding aufbekommst, war das ganz gut. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. Richtig. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. I agree. Wahrscheinlich stirbt er deswegen. Just not now. Yeah, jetzt auf keinen Fall. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. And then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Gut, aber er ist nicht ganz zufrieden damit. Aber ich hoffe, er hat's verstanden. Prospekte. Ah, okay. Die Bedeutung. Crawford's final solution. Okay, also das sind die Initialien da oben, das TMR. Tage seit dem Ausbruch stehen da drunter, also 61. Die Anzahl der Untoten ist da drüben, die 3. Ah, okay, die Anzahl von nicht aufnehmbaren Überlebenden ist die 1 und die 2 ist die Nummer, die sie mitgenommen haben nach Crawford. Die 1, das ist nicht schön. Globus. Ja, das würde ich auch gern wissen. Wie sieht's in Deutschland aus? Leim. Hey, manchmal kann sowas praktisch sein. Das war, glaube ich, alles. Teppich. Ach. Hopscotch. Ja, Ducks Favorit. Okay. Lass uns gehen. Molly? Wo ist Molly? Die Prinzipien von Crawford.
Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Schrecklich. Hier wurde jemand getötet, da wurde jemand getötet, da sind Tote drin in den Räumen. Das ist Molly. Hier ist ein leeres Schließfach. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Ja, 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 meine Güte, lass uns doch mal einen Moment Zeit. Waschraum. Locked. Didn't need to use the bathroom anyway. Okay. Ich will mir wenigstens alles mal angucken lassen. Loch. Kartonhülsen. Showcasing's all over. Whatever happened here wasn't good. Ja, bestimmt eine Menge Chaos. Da komme ich so doch gar nicht rauf, oder? This place definitely has some major damage. Ja, ich höre Zombies. Blutiges Schließfach. Logan. Ich will's öffnen. Bad, I don't know the combination to any of these. Ja. Can't open it without the combination. Gut. Soll ich mal probieren, da so raufzukommen? Bestimmt. It's too high up. Aber da können Untote durchfallen, nicht sehr schön. Obwohl, wie sollen sie da oben raufkommen? Wir haben kein Geld. Those Crawford people probably locked this stuff up somewhere. Yep, schlau sind sie tatsächlich. Na, ihr beiden? You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. Okay. Ich will mir erst alles angucken. Dieses Schloss. Schließfach. Ich wüsste gerne, was für eine Nummer das ist. Hier gibt's doch noch einen Weg, aber da wird er bestimmt sagen, das geht jetzt nicht. This must be the way to the playground. Where Bree said the fuel was being stored. Hasn't been much time yet. I better let Bree and Kenny do their thing. Yep. Hoffentlich können wir mal einen Moment mit Molly reden. Ganz normal. Ich will nur ein bisschen was über sie wissen. Erfahren. Ach, ich höre schon wieder ganz viele von ihnen. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Richtig. Molly? Molly, you out here? Guess I'm not going that way. Das stimmt. Ja, okay. Die Richtung ist schon mal richtig. Gibt's hier irgendwas? Nö, ein Zaun. Um uns einzusperren. Poolworkers only. Ich habe irgendwie Angst, dass Molly noch irgendwas tut. Das war Molly. Damn. Sah zumindest genauso aus. Stacheldraht, kommen wir auch nicht rüber. Well, climbing the fence isn't an option. Wenn uns jemand verfolgt, dann muss er echt sich wundern, was hier gerade los ist. Kommen wir da oben rauf? Hm, wir können es probieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie vielleicht nicht das Gewicht aushalten. Anscheinend schon. Gut. Ich habe Angst, dass gleich wieder ein Schatten auftaucht. Must be the entrance to that auto shop where Bree said we'd find that battery. Okay. Geht natürlich so nicht auf. Doch. Damn. It's jammed tight. Ah, okay. Noch mehr Zombies? Better not get too close. Was mache ich jetzt?